Hallo und herzlich willkommen. Der Machtkampf in der Linkspartei spitzt sich zu. Nach der de facto Niederlage bei der Programmdiskussion und Beschlussfassung laufen gewisse Kreise der Linkspartei amok. Ganz besonders hier natürlich der Bak Shalom, eine rechtsextreme Vereinigung, die unter dem Mantel der Bekämpfung des Antisemitismus extreme pro-zionistische, pro-Kriegsposition, pro-imperialistische Positionen in die Linke und vor allem in die Partei Die Linke hineintragen will. Es geht um die Lähmung und Zersetzung der Linken und der Friedensbewegung. Es wird mit Antisemitismusvorwürfen gegen Personen gearbeitet, mit Verleumdungen, mit Lügen. Und zwei Vertreter dieses rechtsextremen Netzwerkes heißen Sebastian Karl und Benjamin Christopher Krüger. Benjamin, auch als Benjamin Krüger bekannt, einer der Frontmänner des Bak Shalom, der immer wieder als in die Medien auftaucht, um die Genossen, die Partei zu denunzieren, zu beleidigen, zu verleumden, zu zersetzen, ihre Mitarbeiter, wo sie irgendwie an Positionen kommen, fügen der Partei heftigen Schaden so zu, wie zum Beispiel Mark Seibert, der die Internetauftritte der Partei auf Facebook und das parteieigene soziale Netzwerk Linksaktiv de facto eliminiert hat. Auf Facebook waren diese Gruppen nicht unter Kontrolle der Partei, sondern von der Basis selbst aufgebaut. Unter Einverständnis von Tausenden von Mitgliedern hat ein Genosse die Arbeit jahrelang und monatelang, ich weiß es nicht genau, gemacht, die Facebook-Gruppe Die Linke zu betreiben. Dann wurde diese Gruppe ihm weggenommen, obwohl ein Einverständnis, auf gegenseitiges Einverständnis mit der Wahlkampfzentrale ein Deal ausgehandelt wurde, dass nicht mehr das offizielle Parteilogo zu verwenden, sondern abgeändertes Logo. Trotz dieses Einverständnisses haben die Intriganten Mark Seibert und alle, die mit ihm kollaborieren und somit mit der imperialistischen Kriegspartei, diese Gruppe mithilfe von Facebook enteignet und geschlossen. Auf Linksaktiv hat er einen Terror gegen jeglichen Anti-Imperialismus vom Stapel gelassen und die Leute ohne Kommentar aus diesem Linksaktiv entfernt, die Accounts geschlossen. Ein großer Teil der Leute ist auch freiwillig gegangen danach. Eine Ausschlussorgie ohnesgleichen, seitdem ist Linksaktiv tot. Eine objektive Parteischädigung. Diese Herren und Damen werden protegiert von bestimmten Vertretern einer bestimmten Richtung in der Partei. Diese Leute missbrauchen das Fußvolk des Bak Shalom, also die Führer des Bak Shalom und gewisse Vertreter des Forum Demokratischer Sozialismus, nicht alle, muss man ganz klar dazu sagen, also niemand soll sich zu Unrecht beschuldigt fühlen. Benutzen quasi dieses dumme antideutsche faschistische Fußvolk als Pressure Group, als Minenhunde im innerparteilichen Kampf, um ihre Leute, um die Genossen zu diffamieren in der Öffentlichkeit als Antisemiten und so weiter, um ihre Position innerparteilich zu schwächen. Denn diese Leute wollen die Aufkündigung der zentralen linken Positionen, wie zum Beispiel der Friedensposition. Sie wollen kompatibel werden zur deutschen Staatsdoktrin, Israel über alles. Das heißt, Unterstützung der imperialistischen Kriege
gegen die fortschrittlichen Regime der arabischen Nation, die Unterstützung der auf ethnischen Vertreibung und Völkermord begründeten zionistischen Kolonie in Palästina, auch als Israel bekannt. Und deren Verbrechen soll die Linkspartei bitteschön mit ihrer Politik unterstützen. Dann wird sie auch regierungskonform, das sind noch andere Punkte dabei, also die allgemeine Kriegsbegeisterung der Partei muss umschlagen. Dann muss umschlagen natürlich die Bereitschaft, Sozialabbau, Überwachungsstaat und alles Mögliche mitzutragen. Nun, ich habe keinerlei Post vom von der Landesschiedskommission erhalten, dass eine Sitzung stattgefunden hat. Dennoch habe ich über inoffizielle Kanäle erfahren, dass bereits eine solche Sitzung angesetzt war für den 15. Januar. Da ich nicht teilnehmen konnte, da ich nichts davon gewusst habe, obwohl dem Landesvorstand eigentlich meine Adresse bekannt ist. Ich will auch keine Vorwürfe jetzt machen, das kann auch immer passieren. Und wir wissen ganz genau, dass mit der Post der Linken nicht aufgrund der Linken oft was falsch läuft. Es geht also um Parteisäuberung. Das sind die Leute, deren Protégés sich noch vor kurzem aufgeregt haben darüber, dass Oskar Lafontaine angeblich den Stalinismus in der Linkspartei wieder einführen will. Und das sei furchtbar anti-emanzipatorisch und diese Leute wollen nun gerade die konsequenten Linken, die Anti-Imperialisten, die Kommunisten, Sozialisten, die es wirklich ernst meinen, die viel Arbeit, viel Blut und viel Schweiß in diese Partei gesteckt haben, eliminieren, entfernen. Ja? Also ganz bei uns, ich muss ganz ehrlich sagen, ohne jetzt arrogant zu sein, also die Wahlkampftätigkeit der Partei würde sich durch meinen Wegfall in unserem Landkreis halbieren. Das ist einfach so. Ja. Also die aktiven, überzeugten Genossen werden eliminiert. Das trifft auch den Genossen Klaus-Stefan Schlangen, einer der führenden Betreiber der Facebook-Gruppe Stopp den Bakschalom. Und es sollen also diese angeblichen emanzipatorischen Anti-Stalinisten gehen nur mit dem eisernen Besen, wollen sie durch die Partei gehen. Ich schaue mir das an, ich lache mich tot. Ja. Ich habe wirklich Besseres zu tun, als darum zu betteln, Arbeitskraft und Zeit und was weiß ich, in eine Partei zu stecken, die mich dann ausschließen lässt von Leuten, die Rechtsextremisten sind, die Rassismus und Kolonialismus propagieren, die im Dienste der am meisten reaktionären, am meisten chauvinistischen, aggressivsten und so weiter Teile des deutschen, amerikanischen und zionistischen Finanzkapitals sind. Also, kurz gesagt, nach Dimitrov ganz klar, Faschisten. Faschisten wollen also in der Linkspartei entscheiden, wer rausfliegt. Das schaue ich mir an. Und eine Partei, die nicht in der Lage ist, diese Rechtsextremisten, diese Zersetzer und Agenten aufzuhalten, in ihrem Amoklauf, kann man auch nichts machen. Ja? Also, ich werde ganz bestimmt durch einen Ausschluss keinen Schaden davontragen. Meine Gesundheit lässt eine längere Auseinandersetzung, juristische, auch über schiedsjuristische, innerhalbparteilich nicht zu. Ich habe jetzt jede Menge Probleme privat. Ich bin Hartz-IV-Empfänger, ich habe
eine beidseitige verminderte Lungenfunktion. Und es wurden noch weitere gesundheitliche Sachen gerade in der letzten Zeit festgestellt. Also zurzeit kommt es richtig der Hammer dick. Also ich habe keine Zeit für so einen Scheiß. Ja. Diese Landesschiedskommission-Sache werde ich machen, wenn die Landesschiedskommission nicht sich wehren kann gegen die Leute, die dauernd Klaus Ernst verleumden und Dieter Dehm und Wolfgang Gerke und Oskar Lafontaine, die in der Presse Skandale mithelfen produzieren, als Embedded Journalists eigentlich für die Regimepresse arbeiten. Diese Leute, wer weiß, vielleicht stecken die auch hinter dem einen oder anderen Dossier in Bayern. Auf jeden Fall eine solche Partei, der laufe ich auch nicht hinterher. Also wir werden sehen, was dabei rauskommt auf Landesebene. Und dann schauen wir mal weiter, ob sich das überhaupt lohnt, da irgendwie weiterhin aktiv zu sein. Ja. Also ich habe jetzt, ich bin im höchsten Maße nicht beunruhigt. Und meine Aktivitäten, ich werde mir ganz gewiss nicht, ich werde mich auch nicht zurückhalten oder diplomatischer verhalten, ja, weil gerade die Leute, ich habe zweimal für den Bundestag für die PDS schon kandidiert, das sind diese Ratten vom Bac Shalom, ja, die sind dann noch alle in der, was weiß ich, irgendwo rumgeschwommen, ja. Also da habe ich schon für die PDS in Bayern kandidiert, ja, und zwar mit einem hervorragenden Ergebnis zweimal. Für bayerische Verhältnisse hervorragend, muss man sagen. Aber immerhin. Ja, also ich brauche mich ganz gewiss nicht. Die Leute kennen mich, die Leute mögen mich so, wie ich bin. Weil ich mich auch nicht an irgendwelche politischen Dresscodes halte, ideologischen Dresscodes, sondern einfach gerade heraus sage, was ich denke. Bei mir ist man immer oder so ziemlich immer. Stoßt man auf jemanden, der einem sagt, was er denkt. Anders sieht es bei diesen Intriganten aus. Sie arbeiten hinterherum, sie arbeiten mit der bürgerlichen Presse gegen die Partei, sie sind extrem parteischädigend, sie verleumden und beleidigen aktive und verdiente Genossinnen und Genossen dieser Partei. Ich darf nur mal an Norman Perch oder an Annette Groth erinnern und die vielen anderen, die sich in der Palästina-Solidarität auch gesundheitlichen Risiken durch den zionistischen Terrorapparat ausgesetzt sehen und sahen. Sahen vor allem. Aktuell ist im Moment nichts. Also, ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie sich die Sache weiterentwickelt. Wer mir gerne beistehen will oder seine Solidarität zeigen will, kann sich ja an die Landesschiedskommission wenden. Einfach schiko@die-linke-bayern.de und da kann man ja sich äußern. Würde mich freuen, natürlich. Zuspruch freut mich immer. Und ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, euer Chris.